What's up, Leute? Ich bin's wieder, euer Roderick von den Heroes of Gaming. Und ich weiß noch genau, was wir gestern gemacht haben. Wir haben klebrige Pistons gecraftet. Denn ich sag mal, die Funktionalität unseres Erntebaumaschinenturms da so geht langsam in die Endphase. Ich meine, müssen wir natürlich noch schön machen, aber von der Funktionalität bewegen wir uns jetzt dem Ende zu. Und deshalb brauche ich jetzt auch schon die Kolben. Die Kolben werden, was habe ich gesagt, hierhin ausgefahren, da, ja, genau so. Die kommen dann hierhin. Genau so, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geil. Genauso soll es sein. So, kommt hier und dann kommt hier. Das kann ich ja hier auch komplett durchziehen. So. Ich versuche es diesmal etwas klüger zu machen als bei der letzten Erntemaschine. Also Ernteturm. Denn da haben wir ein bisschen genoobt. Da haben wir es umständlicher gebaut, als es hätte sein müssen, weil wir einfach schnell sein wollten. Um euch nicht allzu lang damit zu langweilen. Lang, lang. Slocky, long, long. So. Ich weiß zwar nicht, warum ich das hier gerade fertig baue. Muss ich eigentlich gar nicht. Egal. Wir müssen ja auch noch irgendwie das Redstone-Signal hier hochbekommen. Ich habe auch schon eine Idee. Wie? Und an sich wird das ja kein schöner Block, aber warum mache ich den hier weiter? Aber weil wir ja eine ganze Fabrikhalle in Anführungsstrichen bauen, wo wir dann auch die Kühe und Schafe und alles drin haben werden, ist das relativ egal, wie das dann von außen aussieht, wenn man das alles so schön einbinden kann und auch noch von außen verschönern kann. Bis wohin? Bis hierhin. Geht genau auf. Haha. So, mache ich aber jetzt mit Pflasterstein, damit sich das optisch etwas abhebt. So. Und so. Und so nicht. Das war unklug. Am besten mit Erde hochstecken. Die kann man am schnellsten wieder abbauen. So. Da fehlt noch ein Cobblestone. So, folgendes. Also wäre dann hier das. Hier drauf ist das Wasser. Am besten ist, wenn ich die alle schon mal power. Das war auch doof. Jetzt ist die Frage, muss überall ein Repeater dran? Eigentlich ja, ansonsten möchte ich das Signal da oben drauf verteilen. Das geht aber nur, wenn die liegen. Deshalb habe ich ihn hier mitgebracht und ich glaube, ich habe zu wenig Redstone dabei. Ich glaube, ich habe zu wenig Redstone dabei. Wir brauchen... Wie viel Repeater? Pro Ding ein, also brauchen wir 24 Repeater. 24 mal 2 sind 48. Wir haben auf jeden Fall zu wenig Redstone dabei. Aber wir müssen auf jeden Fall auch hier noch Stein hinmachen. So. Dann ist da das Wasser. Kommt da auf jeden Fall ein Stein hin. Können wir eigentlich hier so komplett zubauen. Können wir auch hier komplett zubauen. Habe ich das mit der... Ja, habe ich gemacht. So. Das macht ja Sinn. Noch. Und ihr merkt, meine Stimme lässt langsam etwas nach. Ich habe auch irgendwas Schnupfenartiges im Moment, aber... Aber noch ist alles im Griff hier. Jetzt wird's Nacht, dann will ich mal schnell hier...
Fackeln verteilen, bevor ich gleich noch von irgendwas überrascht werde. Ich werde nämlich nicht so gern überrascht. So. Stein drauf. Und Stein drauf. So. Ja. Oh, warum mache ich das denn jetzt? So, wir müssen auf jeden Fall nochmal los. Denn wir brauchen unbedingt noch Redstone. Unbedingt noch Redstone. Und ich wette, deine Kisten unten ist auch was. Da muss ich nicht so weit laufen. Da ist schon ein Zombie. Interessiert da mir. Lass mich in Ruhe, ich mag dich nicht. Wow. Hammer viel Scheiße hier. So viel Redstone. Aber vielleicht ist da noch was im Häuschen. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, das hätte ich auch so im Menü machen können. So. Wir brauchen auf jeden Fall 24 Repeater, also brauchen wir 48 Fackeln. So. Warum macht er das denn jetzt so? Habe ich wieder einen falschen Knopf gedrückt hier. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Das reicht. So. Haben wir schon mal die Repeater, die wir auf jeden Fall brauchen. Redstone haben wir jetzt. Wir haben immer noch ein bisschen Cobblestone und ein bisschen Cleanstone. Falls wir noch was nachzaubern müssen. 18 geteilt durch 3 sind ja 5. Ja. Das heißt, im Notfall können wir es auf 5 Repeater machen. Wenn wir den Stein jetzt nicht noch irgendwie verbrauchen. Ja, jetzt haben wir eine schön große Fläche. Hier spawnen die Monster natürlich. Aber in unserer Monsterfalle spawnen die nicht einfach so. Pimmel. War eine kurze... Ich wusste es. Spasten. Soll mich in Ruhe lassen. Ihr habt keine Lust auf die. So... Fein säuberlich überall Repeater dran. Ich werde auch noch welche fürs Zwischendingsen brauchen. Ist jetzt die Frage. Wo wollen wir unten den Schalter drin haben? Da wir uns ja gedacht haben, dass die Halle in dieser Richtung hier weitergeht. Ist wohl auch am klügsten, wenn wir das Signal hier runterführen. Also eigentlich hochführen. Also müsste das Signal hier so ankommen. Wach! So ein Schwanzlutscher. Du bist auch ein Schwanzlutscher. Du hast recht. Aua. Sie elendig verbrennt. Ist natürlich sehr schön. Creeper da unten. Von unten kommt jetzt bestimmt auch. Ja, hier hinten ist noch ein Creeper. Mach ich den mal fertig und lock die anderen hier rüber. Das Schwert hat echt was drauf. Aber meine Rüstung nicht. Ja, komm, Creepy, 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 Creepy. Komm, Creepy, Creepy. Jetzt muss schnell sein, jetzt muss schnell sein. Oh. Gut, dass die mir noch ein paar Pfeile gespendet haben. Dass dieser Zombie mich aber auch direkt dann angreifen musste, als ich da dieses Loch aufgemacht habe. Sonst wäre ich da noch niemals rausgefallen. Der hat hinterhältig gewartet, der Bastard. Der stand hinter mir. Warten, warten, warten. Jetzt. Brrr. Verarschen schon wieder zwei Creeper. Die wollen, dass hier die Falle hochgeht. Das ist einfach irgendwie...
deren Mission Impossible. So. Sieht ja schon mal ziemlich pompös aus. Pomperiös. Hier muss in jedem Fall überall Redstone Ende. Von hier käme dann das Signal hoch. Habe ich jetzt irgendein verlängert? Nee, ne? Nö. Nö, nö. Und ich will das auch unbedingt so machen, dass, falls unten mal der Schalter kaputt geht oder weggesprengt wird, dass hier oben ein Umkehrer drin ist, dass die dauerhaft aktiviert sind und nicht, dass das halbfertige Zeug abgeerntet wird. Da ärgere ich mich nämlich immer drüber. So, jetzt mache ich einfach mal noch zwei Repeater. Ohne Holz ist das immer so eine Sache. Da hätte der mir doch beinahe was weggesprengt. Ist klar, das Ding ist effektiver als unsere Monsterfalle. Ich gehe schlafen. Habe ich hier irgendwo noch ein Notfallbett? Ist hier kein Bett mehr drin? Doch, da ist noch ein Bett drin. Halleluja. Das war aber echt ganz schön knapp. Ganz schön knapp war das, meine Freunde. Ist ja noch eine Truhe. Habe ich bestimmt eben schon mal reingeguckt. Ich keine Axt? Wieso habe ich keine Axt? Nehmen wir lieber hier, das Dach drüber. Hundertprozentig. Ja, so aufregend. So, einfach zwei Repeater machen, kann doch nicht so schwer sein. Dafür brauchen wir vier Fackeln. So. Zwei Repeater. Geil. Machen wir noch eine Fackel, damit ich das gleich austesten kann. Wir werden noch mehr Fackeln brauchen. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich das Holz hernehmen soll. Und wo meine Axt ist, weiß ich auch nicht. Habe ich die nicht im Player? Ich habe die im Player gegeben. Lockt er sich einfach mit massenhaft Holz und meine Axt aus. Ist hier noch Holz? Ja, ultimativ viel Holz. Ich habe schon wieder so viel Scheiße dabei. Knopf ist hier noch, ein Setzling, da haben wir noch ein bisschen Holz. Mein Gott, ey. Unbedingt merken, ich habe hier noch Schwarzpulver. Das Schwarzpulver reicht jetzt schon für 3 TNT, so wie ich das sehe. Welcome to the rules. Nee, back to the rules heißt das. Zurück zu den Wurzeln. Noch 6 Minuten, dann haben wir die Folge leider schon wieder rum. Ich finde, so ein Zeitlimit, das ist irgendwie, ist eigentlich schon ganz gut, damit man halt nicht hier eine Dreiviertelstunde mit irgendwelchem langweiligen Kram rumdödelt. Aber wenn man gerade voll effizient ist, dann sollte man eigentlich so, keine Ahnung, eine Stunde am Stück aufnehmen und dann hinterher schneiden. Wobei das natürlich dann nicht mehr so persönlich ist. Ich finde das schöner, wenn das persönlich ist. Ich finde das auch bei anderen Let's Player cooler, wenn man von denen eine Folge anguckt und jedes Mal kommt eine Begrüßung. Na, ihr geilen Schnittchen zum Beispiel. Oder na, ihr Nudeln. Oder hey zusammen. Oder willkommen zurück zusammen. Viele Anspielungen von Let's Playern, die ich feiere. Ja, und keine Ahnung, ich finde das irgendwie persönlicher und immerhin
mache ich das Ganze ja für euch und andere Let's Player halt auch, kann man so sagen, für mich, weil ich das, mir das ja angucke. Und dann finde ich das schöner, wenn man mich persönlich begrüßt. Wobei man das ja eigentlich auch als Serie sehen könnte. Und wenn ich mir so eine 15 Minuten, 20 Minuten Folge von irgendeiner Serie angucke, dann ist da manchmal auch noch voll der unnötige Kram vorgeschnitten, wie was geschah in der letzten Folge? Ja, und das wäre mir dann, das nervt mich. Erstmal was essen. Auf den Kram. So soll das quasi dauerhaft sein. Dann kämen hier Fackeln hoch. Fackeln kämen hier hoch. Und dann fließt das so runter, so, und dann ist alles ganz schön und so. Wie muss die Fackel denn hier oben nochmal ankommen? Muss die so ankommen? So muss die eigentlich ankommen, ne? Dann wird das alles bepowert. Kurz nachdenken. Wenn wir das jetzt so machen, dann wird das wahrscheinlich nicht bepowert. Doch. Wenn wir jetzt diese Fackel mit einer Fackel darunter ausmachen, was ja nur funktioniert. Da läuft da schon wieder so ein scheiß Creeper her. Das ist unglaublich. Die riechen mich, glaube ich. Die wollen mein Fleisch. Oha. Hab ich noch keine Pfeile mehr. Wenn man keine Pfeile mehr hat, dann wirft man halt Bögen. Wow, das hat ja toll funktioniert. Ich denke, da muss ich das Signal unten konvertieren, hätte ich beinahe gesagt. Umkehren. Jetzt habe ich mir hier selber so eine doof hier so, ne? So doof hier, so. So, Fackre. Wo ist denn der Creeper hin? Vergiss es! Du bist der doofe Creeper von vorhin, ne? Gib mir wenigstens deine große Lebenserfahrung in kleinen Perlchen, die ich mir abgreifen kann. Weil Creeper auch so viel erleben. So, da ist eine Fackel. Ich höre ganz viele Mobs da drinne. Da musst du Fackel hin, da musst du Fackel hin, da musst du Fackel hin. Da muss ich das jetzt quasi so unterirdisch erstmal machen. Ich bin halt eigentlich schon gut in Redstone und ich weiß halt auch was davon. Aber insgesamt fehlt mir doch irgendwie die Erfahrung. Also, ich mache das zu selten, um es mir alles immer so zu behalten, wie es sein muss. Cool. Deshalb darf ich natürlich das hier nicht vergessen. Aber an sich ist das so richtig. An sich ist das des Pudels Kern. Ja. Hört sich doch an, als hätte es funktioniert. Aua. Also, mach ich hier erstmal einen Schalter hin. Mach ich hier erstmal einen Schalter hin mit den 20 Sticks, die ich noch habe. Nicht. So, erstmal ein Schalter hin. Guten Morgen. Man hört es auch noch leise. Ja, es funktioniert. Wenn ich jetzt hier. So. Das funktioniert wiederum nicht.
Aber wenn ich das jetzt hier hin mache und das hier hin und das dann hier hin mache, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Das weiß ich ja. Deswegen habe ich es ja gerade gemacht. Mieste. Da muss ich den Schalter noch etwas versetzen, damit das klappt, wie ich das will. Genauso soll es sein. Wenn man den Hebel abbaut, dann bleibt oben das Wasser zu. Und wenn man den Hebel umlegt, dann geht es natürlich auf. Hier nehme ich mir jetzt wohl auch gerade Wasser raus. Eile damit nach oben, um festzustellen, dass die Folge leider schon wieder aus ist, Leute. Es tut mir leid, aber dann sage ich mal bis morgen. Und falls euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Falls wir euch gefallen, lasst doch ein Abo da, würden wir uns freuen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh! Ist unten die Fackel an? Dann ist das unnötig. Jetzt bin ich verwirrt, dass sich das hier mit den Fackeln schon konvertiert hat. Also umgekehrt. Was war das denn? Dreifacher Fallschaden? Lass uns einen Daumen oben da und so. Und ein Abo und so. Und dann sage ich mal, bis tschüss.